Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Ja, ich habe ein bisschen rumgeklickert im Menü, so off-air, und habe ein paar Namen vergeben. In dem Nordpol haben sich schon ein paar Leute gemeldet, die ihren Namen für einen Rekruten zur Verfügung stellen wollen. Habe dann entschieden, den Ranger, also die Joan Kelly oder so, wie sie heißt, behalte ich mal. Sie scheint ja irgendwie so ein bisschen storymäßig auch involviert zu sein. Zumindest hatte sie, glaube ich, in der Cutscene auch eine Rolle oder sowas. Und wurde auch mit Namen irgendwie angesprochen. Also habe ich sie mal unverändert gelassen. Und habe aber so einen Rest schon ein bisschen umbenannt. Mir fehlen noch ein paar weibliche Charaktere, Leute. Also meldet euch. Sonst wird das ein Haufen Boys. Ja, und hab dann beim Rumklickern einfach mal ein bisschen geguckt, was gibt's so in der Basis, und hab dann aus Versehen auch eine Cutscene ausgelöst. Die kann ich euch dann halt jetzt nicht mehr zeigen. Da ist aber nicht viel passiert, die haben einfach nur, hey, hier, wir müssen hier zu Einsatz und so, ganz wichtig, blablabla. Und machen jetzt hier einen Guerilla-Einsatz in Südafrika. Commander, Shen hat ein Medikit für uns vorbereitet. Wir sollten einen unserer Soldaten vor dem Einsatz damit ausstatten. Ja, das ist unser Team. Wir haben hier Private Hexchen, Private Umrühren, Private Kelly und Private Dark. Ja, ich habe Dark falsch geschrieben letzte Folge. Ja. Ich denke, wir lassen das doch mal so, mal zu gucken, was die Leute mit ihren Waffen auch können. Ja, die Promotions sind halt auch so gewesen wie zu erwarten, dass man erstmal alle Klassen auch nacheinander freischaltet. Also der Private Umbreon ist ein Scharfschütze, Private Hexien ist hier, wie heißt die Klasse, Spezialist. Man hat hier so eine Drohne bekommen. Und einen von denen sollen wir jetzt auch ausrüsten mit einem Medkit. Ich würde sagen, wir geben das mal hier Private Hexchen. So, früher waren die Specialists ja hier immer die Heiler. Ja, vielleicht ist das auch jetzt weiterhin so. Hatten wir nicht auch die Möglichkeit, die Waffen irgendwie aufzurüsten? Wir hatten noch so ein Zielfernrohr gefunden, oder nicht? Ich kann euch ja noch eben zeigen, was die Umbrun wirklich hier im Pony-Style. Lila! Ja. Und konnte man noch gerade irgendwo die Fähigkeiten gucken. Hier Sonderfähigkeiten. Da. Hier dem Truppensicht. Eine der beliebtesten Fähigkeiten früher, wenn man mit Scharfschützen hatte, im letzten Teil. Jetzt schon direkt am Anfang. Ja, kannst Feinde in Sichtweite eines Truppenmitglieds anvisieren, solange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Perfekt. Und hier Private Hexchen. Hier Hilfsprotokoll. Befiehl deinem Gremlin, das sind diese Drohnen, sich zu einem Verbündeten mit Ziel zu bewegen, gewährt dem Ziel bis zum Beginn der nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Nicht übel. Ja. Mal sehen. Also wir lassen es erstmal, wir holen jetzt keinen neuen dazu, obwohl die dann wahrscheinlich auch sofort promoted werden würden. Können natürlich irgendwie Private Kelly irgendwie rauslassen und dafür einen Rookie mitnehmen. Ich glaube, das mache ich sogar mal, weil die Ausfähigkeiten hiervon hatten wir schon. Guck mal, wir haben jetzt hier noch Enga X, Max Monster und Beru. Hier Max Monster ist mir ganz lustig gelungen hier mit dem Hoodie, das ist ganz witzig. So, den Rekrut Monster, ja, kommt auch noch mit. So, starten den Einsatz.
Ranger eingesetzt. Monster. Der Trupp ist bereit und wartet auf Ihren Befehl, Commander. Einsatz starten. Ein geheimes Alien-Kommunikationsrelais in diesem Gebiet wird von Atlant benutzt, um kritische Daten in ihr Netzwerk zu speisen. No. Der Verlust dieser Daten würde ihr jüngstes Projekt im Keim ersticken. Also greifen wir an und zerstören das Relais vor Abschluss der Übertragung. Wir erwarten viele Sicherheitskräfte vor Ort. Schalten Sie sie aus und sichern Sie das Gebiet. Zerstören Sie das Relais um jeden Preis. Okay. Okay. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Man kann speichern, okay. Let's play, speichern. Zurück zum Spiel, alles klar. Gut. Also, wir müssen hier vorne zu diesem Relais, das ist ganz schön weit weg. Okay, wir haben auch wieder eine... komische Hühnchen da oben, doch. Wir haben wieder eine Rundenbegrenzung. Das gefällt mir gar nicht. Gehen wir doch mal zuerst mit dem guten Meister Umbreon nach hier oben. Aufs Dach. Hier oben so an die Seite. Bin schon dabei. Sniper auf dem Dach ist eigentlich immer eine gute Idee. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen. Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht. Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Oh oh. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das versuchen will. Ich will es nicht noch schlimmer machen. Aber hier vorne dürfen wir uns also nicht aufhalten. Alles klar. Ich bin dafür, dass dann hier erstmal... Wird gemacht. Der Lesrak einmal hier auf die Ecke geht. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Okay, da ist eine feindliche Patrouille. Gut, Tuno. Good copy. Moving on target. Sexy mal hier in Stellung bringen. So. Max Monster. Wenn ich hier reingehe, dann ist auch das Concealment kaputt, ne? Sonst hast du aber nirgendwo vernünftig Deckung. Ziehen wir dich mal nach hier okay. vorne. Okay. Jetzt können wir Hexe noch ein bisschen bewegen. Lass mal in Overwatch. Okay. Alien-Aktivität. Gut, die Patrouille steht da immer noch rum. So, dann gehen wir nochmal mit unserem Scharfschützen hier auf die andere Seite. Und los geht's. Und der hat Sicht sogar jetzt auf die zwei. Alles klar. Schon mal perfekt gelaufen. So. Und los geht's. Max Monster einmal hier rum. Lassen den erstmal da. Lesrak. Rücke aus. Ich habe hier feindliche Aktivität. Okay, da ist noch mehr Aliens. Vor allen Dingen so ein gefährlicher hier. Hat der den jetzt auch im Sichtfeld? Der hat nur den im Sichtfeld. Alles klar. Dann haben wir nur noch Häxchen. Orders confirmed. Moving out. So. Overwatch. Got it covered. Nee. Nee.
Overwatch. Bin dabei. Und du machst auch Overwatch. Pistolenfeuerschutz. Ah, weil er sich bewegt hat. Ja, verstanden. Halte die Augen offen. Der macht auch Feuerschutz. Augen auf. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die laufen jetzt hier lang. Scheinen es nicht zu bemerken. Alles klar. Der Meister Umbreon hat jetzt nur noch den im Sichtfeld. Alles klar. Der steht schon in im Bereich, dass er gesehen werden kann. Hm? So, da wird da jemand gesehen. Dann lauf mal nach hier. Position confirmed. Und geh in Overwatch. Roger, I've got my eyes on. Der Max. Er flankiert die ja hier eigentlich ganz gut. Aber hier werden vielleicht sogar noch welche sein. Und verstanden, rück ab. Und Overwatch. Biete Feuerschutz. Du kannst auch Overwatch machen, oder? Ich möchte mit dir noch mich ein bisschen bewegen. Bin unterwegs. Und dann Pistolen-Overwatch schon los. So, und dann kannst du... eine Splittergranate abfeuern. Okay, ne, kann er nicht. Drei bis vier Schaden. Der wird auf jeden Fall gesehen. Der steht ja jetzt irgendwie schon da in so einem Teil drin. Ja, komm, dann sind die beide hin hier, weil es wird wohl... Der eine sicher, die anderen sind bestimmt dann auf Overwatch dahin. Bam. Okay. Das Concealment ist damit für den Arsch. Der steht einfach kacke jetzt. Sie können uns sehen. Da. Ja, ich weiß nicht, ob ich denn, wenn ich den bewegt hätte, wenn dann was passiert wäre. So, da läuft er. Und oben gibt es so eine Pistole. Schwarmhören. Dann mit zwei Schaden. Jetzt schießt daneben. Und Max, jawohl. Der Max hat's gerissen. Feind eliminiert. Und Max wird befördert. So, jetzt haben wir die beiden natürlich im Hals. Okay, die laufen Richtung Max. Weil der den Kill gemacht hat, bestimmt. Ja, jetzt wird einer wiederbelebt hier. Oder? Bitte? Ja. Okay, also ist der Sektoid jetzt der First Target. Quasi. Jetzt gehen sie näher. Und jetzt gibt's ja... habe ich Glück gehabt. Mir geht es gut. Der Lestrak. Verdammt, brauche Deckung! Okay. Wir sind wieder dran. Starten wir mal mit Meister Umbreon. Der macht mal einen Schuss mit seinem Präzisionsgewehr. Und zwar auf den Sektoiden. 66% Trefferchance. Läuft. Och, daneben. Was bist du denn für ein Scharfschütze, Umbreon? Ja, du musst dich wirklich zusammenreißen. Das war nicht gut. So. Hier hin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel.
die zweite Granate geht jetzt. Weil dann kriegen wir den schön beide. Und klauen denen noch die Deckung. Hätte ich vielleicht als RAS machen sollen. So, noch 5 Lebenspunkte müssen wir kriegen. Ein bisschen näher. Okay. 71%. Kritisch. Jawohl, super. Damit ist der Zombie jetzt auch hin. Perfekt. Jawohl. So, und der Max kann in Ruhe vorrücken. Und zwar hierhin. Jawohl. Zielposition bestätigt. Ja, das ist das Ding. So, Lessack. Einmal nach vorne mit dir. In Ordnung. Der Umbreon. Der steht da eigentlich ganz gut. Könnte man einen Reload machen. Alles im grünen Bereich. Okay. Texin auch noch nach vorne. Hier hin. Get it done. Wupp. Umbreon einmal mit dem Pistolenfeuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. So. Den Max kriegen wir schon neben die Tür. Alles klar. Advent ist hier. Okay, hier haben wir noch einen Sektoiden. Wir laufen hinter das Haus. Ins Haus rein. Was gibt das? Nein, Gedankenkontrolle? Nein, bitte nicht! Das klingt ganz nach Max. Oh, Overwatch. Jetzt halt daneben. Und Max, über deine Panikattacken in dann Richtung Gegner laufen? Müssen wir nochmal drüber sprechen. Die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. So. Umbreon hat natürlich jetzt keine Sicht auf irgendwas. Heading there now. Wir sind jetzt in Reichweite zum Relais. Eine 38% Chance und 52%. Die nehme ich, die 52%. Ja, daneben. I got nothing. Ja. Toss me some ammo. Und wir nach vorne kommen. Das können da hinten auf dem Dach wirst du nicht viel reißen können. So, und der Lessrack hat alle seine Granaten schon verbraucht. Immer noch hier vorne. Bin unterwegs. für den Sektoiden. Und 51 auf den anderen, dann nehme ich die 52. Ja, 6 Schaden, super gemacht. Läuft. Der Max ist leider in Panik. Der jetzt hier drüber läuft und flankt und ist böse. Oder der. Der schießt lieber auf den Lessrack. Der jetzt natürlich keine Deckung mehr hat. Autsch. Gut, dass wir ein Medkit mit haben. Panik entfernt.
Meister Umbreon kann gerade nichts sehen, immer noch. Hexchen. Müssen wir das... Ach, wir müssen das Ding töten, ne? Okay. Negative Ammo. I'm spent. Gut, dann haben wir den Lesrak hier. 31 gegen den Sektoiden, aber das machen wir jetzt mit dem Maxi. Ne? Der wird dann einfach jetzt flanken. Hier auf der Ecke. Bin auf dem Weg! 45% nur. Okay, dann machen wir das mit einer Granate. Das muss sicher, der muss sicher weg sein. Granate geworfen! Ich treffe mich jetzt nicht selber, ich Idiot. So, Sektoides K ist dann. Umbreon. Hier hin? Position bestätigt. Und Pistole abfeuern. 68 auf den, das könnte hinhauen. Ja, zwei Schaden. Hat aber badass ausgesehen. Let's rock. Farbfeuern. 60%. Kriegst du hin, komm. Ja, locker. Okay. Abschuss bestätigt. Hoher Munitionsverbrauch. Manus 1-5, das Signal wird schwächer. Sie haben den Transfer fast beendet. Das ist ihre letzte Chance, das Relais zu zerstören. Kein Ding, kriegen wir hin. Damn. So. Oh, ich wollte eigentlich noch den Max-Gehalt haben. Aber jetzt ist schon vorbei. Schade. Alles klar. Ausgezeichneter Einsatz. Private Lestark Dark dominiert. Hohe Trefferquote, hoher Kampfschaden. Tötete Feinde pro Runde 0,75. Und der beste Deckungsbonus bei Rekrut Max Munster. Sieht doch gut aus. Fortfahren! Da sind sie. Mit höchster Präzision ausgeführt. Gute Arbeit, Kommandant. Ah, das war Dark schwer verwundet. Ah, hätte ich ihn nochmal vorher geheilt. Wäre es vielleicht nicht so gewesen. Aber er hat eine Beförderung bekommen, genauso wie Max Monster. Hat er sich auch redlich verdient. Und weiter. Alles klar. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Okay. Um diese Räume freizuräumen, müssen wir dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Alles klar. Tun wir den mal hier rein. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Alles klar. Commander, wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in ihr Quartier durch. Hallo, Commander. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen.
Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen Sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was Sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass Sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Ja, ich gehe erstmal in die Waffenkammer und gucken wir uns mal an, wie die. Kann ich das gerade nicht? Okay, ich muss in die Brücke. Commander, das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, erforsche die Widerstandskommunikation, fliege zur Region in der geheimen Einrichtung, stelle Kontakt her, alles klar. Aber dafür bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Mhm. Ein Ressourcenlager. Belohnung Vorräte, ja, das können wir gut gebrauchen. Avenger berechnet neuen Kurs. Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Alles klar. Ich schätze, das war einfacher als Ihre letzte OP, Doktor. Central? Commander? Ja, ich finde das Operieren weitaus weniger beunruhigend, wenn der Patient nicht mehr lebt. Aber die Ergebnisse sehen Sie sich am besten selbst an. Die Autopsie des Advent-Captains hat die Existenz eines Implantats ähnlich der Einheit, die ich dem Commander entnommen habe, bestätigt. Aber es gibt Unterschiede. Was für Unterschiede? Diese Daten hier stammen direkt aus dem Implantat des Advent-Captains. Die Sequenz hier entspricht im Prinzip Ihnen, Commander. Oder zumindest den taktischen Informationen, die Sie in Ihrem Geist verarbeitet haben. Die Daten sind fast identisch. Die haben Sie gegen uns eingesetzt. Ja, aber die Advent-Daten zeigen Anzeichen von Verfall. Das Entfernen des Commanders aus dem Netzwerk hat erheblichen Schaden verursacht. Netzwerk? Ja, wir sehen hier ein psionisches Netzwerk. Diese Implantate sind in der Lage, Informationen zu empfangen und zu übertragen. Sehr viele Informationen. In Form von gerichteter psionischer Energie. Meiner Theorie nach benutzt Advent dieses Netzwerk, um die taktische Bereitschaft ihrer Truppen zu erhöhen und Anweisungen aus ihrer Befehlszentrale zu verteilen. Schauen Sie. Selbst in der schlechten Verfassung des Subjekts zeigt das Implantat noch immer Wirkung.
Ein erstaunlicher Erfolg. Oder eine Schwäche. Möglich. Aber ich brauche direkten Zugriff auf Ihr Netzwerk, um sicher zu gehen. Ich schätze, das wird nicht einfach. Wir brauchen einen aktiven Link. Wir müssen einen lebenden Advent-Offizier hacken. Wie ich sagte, nicht einfach. Aber es ist die beste Spur, die wir haben. Ihre Entscheidung, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Okay. Commander, ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Der Advent-Captain scheint die Verbindung zwischen den lokalen Untergebenen und dem Advent-Netzwerkturm zu stabilisieren. Commander, wenn wir diesen Schädelstecker von Tigen wirklich bauen wollen, brauchen wir einen speziellen Bereich, um ihn zu testen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Oh, so viel auf einmal, was man machen muss, muss man ein bisschen nicht. Puh, muss man jetzt mal ein bisschen drauf klarkommen hier. Eins muss man den Aliens lassen. Die Invasion war eine Sache. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie waren sie uns klar überlegen. Aber Advent, das ist etwas, auf das wir nie hätten gefasst sein können. Selbst mit besserer Ausrüstung nicht. Zwischen Propaganda, den Presseerklärungen und einem schier endlosen Vorrat an Friedenshütern bedeuten sie nichts als Ärger für den Widerstand. Okay, schauen wir uns erstmal die Beförderung an hier. Der Max Monster wird befördert. Und ist Spezialist. Okay. Alles klar. Hätte jetzt eher auf noch einen Ranger gehofft. Oder auf einen... Ah, Ranger finde ich schon ganz geil mit dem Schwert und so. Oder auf noch einen Grenadier, weil der Lesserker verletzt ist. Aber egal. Befördern wir mal einen Letzrack in seiner Verletzung. So, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir Richtung Sprengstoffexperte oder Richtung schwerer Schütze gehen. Sprengschutz. Deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschicht und Sprengpanzerung, die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und um 66% reduzierten Schaden durch Explosivangriffe anbringen. Okay. Oder zerfetzen. Wir können Rüstung zerfetzen. Ah, ich will zerfetzen. Ich glaube, der Lesrak auch. Ohne ihn gefragt zu haben, denke ich, kann ihn da ganz gut einschätzen. So, haben wir die Beförderung auch. Alles klar. So, noch 2 Tage werden hier die Alien-Trümmer entfernt. Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal ein bisschen und sehen uns beim nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, was wir... In welche Mission wir unsere tapferen Soldaten da schicken. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schickt mir doch ein paar Spezifikationen zu euch und dann baue ich euch irgendwie als Soldat ein. Have fun, euer Koali. Tschüss!